Winterliches Wetter verwandelte am Montag viele Straßen in Schleswig-Holstein in Rutschbahn. Am Morgen führte die überfrierende Nässe zu diversen Verkehrsunfällen. Auf der A210 zwischen Bredenbek und dem Kreuz Rendsburg krachte es immer wieder. Mehrfach musste die A210 in Fahrtrichtung Rendsburg vollgesperrt werden. Es kam zu kilometerlangen Staus. Auf der A7 ereignete sich ebenfalls ein kletterbedingter Verkehrsunfall. Für die Bergung eines Sprinters musste die A7 zwischen Flensburg und Tarp für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Laut Polizeiangaben blieben am Montag zudem mehrere Autos aufgrund von leeren Batterien liegen.